Und da sind wir geschlüpft. Als kleiner Tenontosaurus. Da ist die Mama, oder? Der Papa? Das hier ist unser Geschwisterchen. Ach, wie süß. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Geschwisterchen. Das wäre sehr, sehr gut. 4 Eier sind noch da. Oh, da ist noch ein Geschwisterchen geschlüpft. Das hier ist ein Kompi, oder? Sie sieht ganz schön groß aus gegen uns. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Oh, was ist das? Das ist ein Dryo, oder? Wie cool. Den muss ich auch mal wieder spielen. Der wurde ja auch überarbeitet. Der hat neue Attacks. Na, guck mal, der legt sich in den Stein. Auch gut zu wissen, ich kann mich hier voll verstecken, wenn wer kommt. Das ist ja richtig gut. Wir sind aber echt gar nicht so eine kleine Familie. 3 Erwachsene und wir 2 Babys. Aber es sind noch mehr Eier da. Eins schlüpft, glaube ich, gerade. Es wackelt. Da ist ein neues Geschwisterchen geschlüpft. Ach, wie süß. Guck mal, wie winzig der ist. Wir sind schon echt gut gewachsen. Ach, so süß. Maestro. Mittlerweile sind wir schon groß genug, dass wir nicht mehr battlen können. Es ging echt schnell. Ich hoffe einfach mal, dass hier auch noch andere Diäten sind. Oh, guck mal, das ist eine andere Diät noch. Kokosnuss. Na, der kleine Bruder guckt zu. Ja, du kannst das noch nicht essen. Das können nur die Großen. Oh, danke schön, Dryo. Der hat mir einfach das Food gegeben. Sehr, sehr lieb. Bin wieder perfekt voll gefuttert. Aber wir brauchen bald trinken. Okay, Remaster bringt uns jetzt zum Wasser. Das ist gut. Ich kann auch die Nachtsicht wieder ausmachen, denn der Tag kommt wieder. Sehr, sehr angenehm. Ja, wie süß wir hoppeln. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht angegriffen werden auf dem Weg. Sahen die Bäume hier immer schon so aus? Daran kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Es gab halt mittlerweile schon einige Patches, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen kann es halt gut sein, dass sich einige Dinge geändert haben. Ich habe tatsächlich die Patchnotes auch nicht gelesen. Also ich weiß nicht, was neu ist. Wenn irgendwas Wichtiges neu ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, in dem Wasserfall habe ich mich ja schon mal auf die Lauer gelegt. Allerdings kann man da unten nicht mehr reinschwimmen. Das hattet ihr auch in die Kommentare geschrieben. Das ist halt ganz gut für uns. Aber wir sind wieder zu Hause. Da sind wir. Home sweet home. Aber es sieht so aus, als wenn Blue sich gerade auslockt. Das heißt, wir sind schon mal ein Erwachsener weniger. Und dann bin ich ganz kurz AFK gegangen und dann passierte plötzlich das hier. Oh, ich wurde angegriffen. Zum Glück war Gracie aufmerksam und hat auf mich aufgepasst.
Das ist übrigens unsere Mama. Es wurde dann leider bei uns zu Hause auch immer unruhiger. Oh, was passiert? Ein Ceratosaurus greift uns an. Oh Gott. Oh, das hier sind Troodons. Da müssen wir auch aufpassen. Aber ich glaube, die sind friedlich. Ja, ich kann da leider noch nicht mitmischen. Dafür bin ich noch zu jung. Das ist echt gefährlich hier. Wir sind erst bei 25%, auch wenn wir schon relativ groß aussehen. Oh nein, da vorne ist ein Kano. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht. Hier scheint er irgendwas aufgehoben zu haben, was er fressen will. Oh nein, da kommt noch ein Kano. Versteck mich mal lieber. Zum Glück für uns waren diese anscheinend nicht hungrig und die haben uns nicht angegriffen. Allerdings kamen halt immer und immer mehr Fleischfresser an unserem Ort vorbei und waren neugierig. Deshalb entschloss sich die Familie dazu, noch in der Nacht aufzubrechen und den Ort zu verlassen. Ja, voll das Unwetter jetzt. Sehr, sehr ungemütlich. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Nacht schnell umgeht. Genug Futter und genug Trinken haben wir. Der Zwischenstand ist aktuell 75% Wachstum. Also wir sind schon sehr, sehr gut gewachsen. Und keiner ist gestorben bis jetzt. Oh, diese Blitze. Wir brauchen neue Futterspots. Wir haben nämlich alles aufgegessen, was es da oben gab. Oh, die arme Schildkröte. Ich kann da auch nichts dafür. Einfach verprügelt. Boah, crazy, ist ein Schildkrötenkiller. Wie gemein. Ah, komm, was soll's. Gott, das sind hier Wege. Ich hoffe, ich gehe dabei nicht drauf. Na, okay, das schaffen wir easy. Aber ist schon ein bisschen gruselig bei dem Wetter hier. Oh, da vorne ist irgendwas anderes, oder? Was ist das? Oh, das ist ein Dilo. Der frisst da gerade eine Schildkröte. Ja, der hat ja genug zu essen hier. Ich denke mal, der wird uns dann in Ruhe lassen, hoffentlich. Oh, die Schildkröten, wie sie nachspawnen. Wie witzig.
Einfach aus dem Himmel gefallen. Aber das Unwetter ist endlich vorbei. Gott sei Dank. Aber der Tag ist schon wieder zur Hälfte rum. Wir haben es schon wieder 14 Uhr. Oh. Es war jetzt so lange dunkel durch den Regen. Wir haben auch nicht wirklich was gemacht. Wir haben uns vollgefuttert, was getrunken. Dann haben wir auf dem Stein gechillt und sind einfach ein bisschen gewachsen. Ich bin mittlerweile auch schon zu 100% ausgewachsen. Ach, wie cool. Oh, was ist das? Ach, guck mal. Ach, wie süß. Cool, das aussieht, wenn er da durchs Wasser hüpft. Na du? Tanz für mich. Das ist lustig. Danach haben sich die meisten meiner Familie leider ausgelockt und deswegen habe ich dann am nächsten Tag alleine weitergespielt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder auf die Suche nach einer neuen Familie gehen. Und ich denke, ich werde gleich auch einfach mal schreien. In der Hoffnung, dass irgendwas antwortet. Ich kann sogar noch eine essen. Aber merkt ihr das, wie idyllisch das hier gerade ist? Auch die Geräusche von den Vögeln. Das ist schon sehr, sehr schön. Oh, da vorne kommt was. Ein Pachi, glaube ich. Drei Pachis. Ah, cool. Die holen sich da schön die Mangos vom Baum. Ja, das ist doch schon mal sehr schön. Ich will aber natürlich andere Tenos finden, das wäre ideal. Und auf der Suche nach Artgenossen bin ich wirklich erstmal eine ganze Zeit und ein sehr, sehr weites Stück gelaufen. Aber dann bin ich endlich fündig geworden. Okay, die haben hier ein Kanu gekillt. Da bin ich schon mal nicht mehr alleine. Leider hat sich dann mein neuer Mate die Haxen gebrochen. Und deswegen hat er sich dann auch ausgelockt. Das heißt, ich war nach kürzester Zeit schon wieder allein. Und auch wieder auf der Suche nach weiteren Tenontos. Aber dabei bin ich erstmal auf einige Fleischfresser getroffen. Oh, hinter mir ist schon was. Oh, Herreras sind da. Oha. Hier sind Raptoren. Aber hier ist ein Tenno. Zwei Tenos. Ich weiß nicht, ob die gerade angegriffen werden. Oh, die greifen mich an, oder? Ich glaube, die wollen nicht, dass ich hier abhänge. Na toll.
Ah, hier vorne beginnt jetzt der Sumpf. Hier war ich halt auch echt lange nicht. Aber die letzten Male, als ich gespielt habe, war hier auch nichts los. Mal gucken, ob wir jetzt hier andere Spieler finden. Erstmal ein bisschen baden. Ist immer schön. Jetzt sind wir eins mit der Natur. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Also bis jetzt kann ich hier leider noch gar nichts hören. Der Server ist noch relativ voll. Also daran liegt es nicht. 127 Leute ist echt viel. Die Server sind auch mittlerweile größer geworden. 175 Leute, das war glaube ich vorher nicht so. Aber ich höre einfach rein gar nichts. Hier ist ein Stego-Kadaver einfach. Aber warum liegt der hier? Und die Organe sind auch rausgefressen, so wie es aussieht. Okay, vielleicht sollte ich jetzt doch auf der Hut sein. Ich meine, wenn hier etwas ein Stego gekillt hat, dann ist das wirklich angsteinflößend. Oh, die Ceratus werden gerade ein bisschen eingekesselt von dem da unten. Oh, ich muss jetzt aufpassen. Oh, hier ist auch noch ein Kano. Das sind halt nur Fleischfresser. Das ist absolut nicht das, was ich gerne treffen würde. Ich würde halt gerne erstmal Pflanzenfresser finden. Oh, da vorne ist was. Ein Cerato, der mich angreifen will. Ich hoffe, der ist allein. Da muss ich natürlich jetzt aufpassen. Gut, dass ich den wahrgenommen habe. Ich versuche erstmal hier aus dem Wald rauszukommen. Na, der scheint Angst zu haben. Schade. Ich hätte den Fight wohl genommen, hätte das jetzt drauf angelegt. Aber erzwingen will ich hier nichts. Ich wollte eigentlich hier was trinken gehen. Aber da ist einfach ein Croc. Das ist jetzt schlecht. Aber gut, dass ich das gesehen habe. Oh, hier liegt ein totes Croc. Ah ne, das lebt noch. Oh. Ich dachte gerade, das wäre tot. Aber das heißt, hier können wir halt auch nicht trinken gehen. Ja, super. Dann müssen wir noch weiter wandern. Ah, da schwimmt auch ein Croc drin. Aber hier ist sowieso immer Selbstmord. Also hier kann man gar nicht trinken gehen. Ah, das ist natürlich jetzt schlecht. Oha, wie hier Leichen liegen. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, die sind den Wasserfall runtergefallen. Ich schwimme halt hier gerade nur lang, weil ich die Seite gern wechseln wollte. Und jetzt müssen wir einfach den Fluss ein bisschen entlang laufen. Geht nicht anders. Ich mach's jetzt einfach. Bitte nicht. Okay, das muss reichen. Mehr traue ich mich gerade nicht. Oh, da ist ein Dilo vor mir. Gott, wo kommt der denn her? Ah, der macht gerade gar nichts. Jetzt rennt er weg. Oh, da vorne ist ein anderer Theno, der wird gerade angegriffen. Da gehe ich mal hin. Den kann ich bestimmt helfen.
Los geht's. Oh nein. Ah, Mist. Schon so lange nicht mehr gekämpft. Das war bis jetzt nicht gut. Hat das irgendwie mehr Cooldown, das Treten? Es hatte früher weniger Cooldown, glaube ich. Es fühlt sich irgendwie anders an. Hier haben wir ihn auch gut gehittet schon. Irgendwie habe ich nicht getroffen mit dem Hit, mit dem Kick. Boah, das hat sich auf jeden Fall anders angefühlt, das Kämpfen mit dem Peno. Das Kicken war sehr, sehr verzögert. Also da müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was sich da geändert hat. Sonst kommt man immer so richtig schnell kicken und hintereinander auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge von The Isle. Schreibt auf jeden Fall Sachen, die sich geändert haben, die für mich wichtig sind, gerne mal in die Kommentare, damit ich auch auf dem neuesten Stand bin. Außerdem könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welche dieser Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like und ein Abo freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.